Morgen. Wir sind gestern Abend wieder von der Therapie in Leipzig zurückgekehrt und da haben wir eben den Herrn Buchner getroffen. War sehr schön. Der ist ja vielen Physiotherapeuten, glaube ich, bekannt von seiner Zeitschrift Ab und seiner Praxisorganisationssoftware und so weiter. Und wir haben dann einen kleinen Vortrag von ihm gehört über Personalakquise, was ja zugegebenermaßen gerade sehr schwierig ist, weil ein Riesenbedarf in der Physiotherapie an Personal, an Mitarbeitern besteht, die aber nicht mehr vom Markt gedeckt werden können. Und da hat er eben auch ein bisschen so Kommunikationsaspekte, eigentlich im Hinblick vom Chef, vom Praxisinhaber zu seinem Team beleuchtet. Aber die waren sehr schön eigentlich, weil sie allgemein gelten. Und ich meine, es ist immer schlecht, Werbung zu machen, aber wir sehen ja, wie groß die Defizite bei uns allen in puncto Kommunikation sind. Wir Ärzte lernen da auch nichts drüber. Und was ich so erlebe, ist da oft auch ganz schlecht. Personalführung findet gar nicht statt. Dann werden irgendwelche Teamsitzungen gemacht, wo es dann Pizza gibt, keine Agenda gibt, jeder sich irgendwie fehl am Platz vorkommt, weil man gar nicht weiß, um was es geht und so weiter. Also man kann da ganz viel Fehler machen in der Kommunikation. Und zwar in jede Richtung, gegenüber dem Patienten, gegenüber seinen Mitarbeitern, gegenüber seinem Chef, gegenüber zwischen den Berufsgruppen und so weiter. Und da kann man wahnsinnig viel lernen. Und jetzt zeige ich mal ein kurzes Video, das wir gestern auf der Messe mit dem Herrn Buchner gedreht haben, im Anschluss an seinen Vortrag. War sehr nett. Schaut es euch mal an und vielleicht hat dann doch der ein oder andere Lust auf den Kurs mit dem Christian Gadd im November. Die den Christian Gadd erlebt haben im dritten Teil des PT1, die sind ganz, ganz begeistert und da haben wir auch schon zwei Leute, die kommen werden. Aber wir kriegen den Kurs erst mit 8 voll und ich sage, er ist sicher nicht billig, aber das ist halt so. Das ist immer noch vergleichsweise kostengünstig und ich denke, es lohnt sich. Es lohnt sich, glaube ich, wirklich. Und jetzt kurz hier mal die Meinung von Herrn Buchner. Viel Spaß. Sie haben ja gerade diesen Vortrag über Akquise von Personal gehalten und was ich super spannend fand, war dieser Kommunikationsaspekt. Wir haben das nämlich in unserer Akademie auch. Wir sehen, dass Ärzte, Heilberufe, aber speziell eben auch Physiotherapeuten in der Kommunikation oft nicht so gut sind, wie man es meint. Und zwar nach innen, nach außen, gegenüber Ärzten. Und jetzt wäre es schön, wenn Sie nochmal mit Ihnen... Ja, also bei Kommunikation, das kann man ja auch testen. Wenn Sie eine beliebige Gruppe von Therapeuten nehmen oder auch Ärzten, dann können Sie fragen, wie viel Prozent der Leistungswahrnehmung nach draußen hängt von der Kommunikation ab und wie viel hängt davon ab, was ihr fachlich könnt. Und dann sagen alle, naja, wenn wir ehrlich sind, so 70, 30 und dann ist 70 Kommunikation und 30 fachliche Inhalte. Und wenn ich dann frage, und wie sieht es bei eurer Ausbildung aus, eurer Fortbildung, dann ist irgendwie Nirvana angesagt. Wir reden halt und deswegen denken wir, können wir auch kommunizieren, aber das ist natürlich Quatsch. Also man kann sozusagen sich entscheiden, ob man professionell kommunizieren will oder ob man sich professionell kommunizieren will. Und dort, wo ich mit Menschen arbeite und auch als Therapeut ja viel Zeit mit Menschen verbringe, muss ich natürlich lernen, professionell zu kommunizieren. Ich kann nicht einfach so vor mich hinreden, dann bin ich so wie so ein Friseur unterwegs. Das will ich ja nicht. Sondern ich will ja, dass die Patienten was merken. Ich muss die Gedanken meiner Patienten steuern, damit es einen therapeutischen Effekt hat. Und Kommunikation muss Therapie unterstützen. Und das muss man lernen. Das ist genau der Punkt. Sie sagen, man muss es lernen. Sie sagen, man muss es üben. Sie sagen, man muss es in Workshops einfach machen und wiederholen auch und so weiter. Genau. Also es fällt nicht von irgendwo her. Aber es ist kein Lieblingsthema, weil wir alle glauben, wenn wir reden, kommunizieren wir. Und das ist Käse. Das muss man einfach mal sagen. Das ist super abschlussbar. Dankeschön. Viel Erfolg auf der Messe.